Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich meine UV-Nagellack-Maniküre selber zu Hause mache. Ich habe dazu vor einiger Zeit schon mal ein Video gemacht, aber da ich dazu immer noch sehr, sehr viele Rückfragen bekomme, dachte ich mir, zeige ich euch das Ganze nochmal im Detail. Erstmal, wie ich das Ganze abmache, wie ich das Ganze drauf mache, was für Produkte ich verwende. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Natürlich geht es jetzt erstmal weiter mit meiner Videoaufgabe. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, in welcher Stadt ihr wohnt. In meinem letzten Video habe ich euch ja schon gefragt, wie alt ihr so im Schnitt seid und fand das wirklich super interessant. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle so fleißig mitgemacht habt. Oh, jetzt kommt hier mein Hund rein. Okay, der kleine Mann hier, der möchte so ein bisschen Aufmerksamkeit haben gerade und hat mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt bei der letzten Videoaufgabe. Ich würde mich freuen, wenn das dieses Mal auch so wäre. Und jetzt starten wir mal mit meinen Nägeln. Hier könnt ihr jetzt einmal sehen, wie meine Nägel und der UV-Lack nach 3 Wochen aussahen. Ihr seht, es ist sehr weit rausgewachsen. Meine Nägel sind ein bisschen abgebrochen. Das liegt aber nur an mir selbst, weil ich habe sehr, sehr viel ohne Handschuhe gespült und viel im Haushalt gemacht. Und darunter leiden die Nägel natürlich. Also man hat selber natürlich einen großen Einfluss darauf, wie lange dieser UV-Nagellack hält. Normalerweise sehen meine Nägel nach 3 Wochen immer noch super aus, außer dass das Ganze dann halt eben rausgewachsen ist. Ich bin super zufrieden damit, kann das absolut weiterempfehlen, UV-Lack zu verwenden. Also Nagellack wäre mir persönlich absolut zu stressig. Das hält bei mir auch immer nur einen Tag. So habe ich immer 3 Wochen meine Ruhe und damit bin ich absolut zufrieden. Die meisten Leute entfernen ihren UV-Nagellack wahrscheinlich mit Aceton. Ich habe das bis vor ein paar Monaten auch gemacht. Ich habe mir den immer bei der Apotheke gekauft für 3,50 Euro. Der ist aber super ungesund und davon würde ich euch absolut abraten. Und seitdem ich mich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt habe, ja, kann ich euch wirklich nur sagen, verwendet es lieber nicht. Und seitdem verwende ich einfach so einen Nagelfräser. Dieser hier ist jetzt wirklich uralt. Ich habe mir nämlich früher meine Nägel mit Gel selber gemacht und habe das Ganze dann einfach immer so abgefräst. Das geht mit UV-Lack auch super einfach. Vor allem trägt man ja hier immer erst eine transparente Nagellackschicht auf, dann die Farblacke bzw. ein paar Schichten vom Farblack, dann wieder eine durchsichtige Schicht. Und somit kann man wirklich sehr, sehr gut und auch gerne vorsichtig seinen Lack abtragen und sehen, wann wirklich der Nagel beginnt. Also sobald der Lack nicht mehr sichtbar ist, gehe ich dann mit dem Fräser auch nicht mehr drüber. Also es kann sein, dass die erste Lackschicht dann noch drauf ist, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich fräse das Ganze ab, bis das ungefähr so aussieht. Und ihr könnt sehen, da sind teilweise auch noch so ein paar Farbreste. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ich danach immer eine spezielle File bzw. einen Buffer verwende und damit die Reste noch von meinen Nägeln runterfeile. Als erstes nehme ich mir aber immer so ein Rosenholzstäbchen und schiebe damit einfach meine Nagelhaut so ein bisschen weg. Manche Leute schneiden die sich ja auch weg, aber ich bin da einfach kein Fan von. Ich finde, davon sieht das Nagelbett einfach nicht mehr so schön aus und wegschieben reicht vollkommen aus. Meinen Buffer habe ich euch ja eben schon so ein bisschen angeteasert. Das ist einfach so eine Nagelfeile, mit der man seine Nägel polieren kann und leicht anrauen kann. Und dieser Buffer hat jetzt 2 verschiedene Seiten und ich nehme davon die grobere. Und damit bin ich dann über meine Nagel gegangen. Und hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass man auch wirklich die Ränder vom Nagel mitmacht, damit es alles so schön leicht angeraut ist und der Lack dann anschließend gut auf den Nägeln halten kann. Ich werde auch sehr oft gefragt, ob die Nägel davon denn nicht kaputt gehen. Natürlich werden die Nägel davon ein bisschen dünner. Das kann man gar nicht abstreiten, weil man muss sie ja, wie gesagt, auch immer ein bisschen anrauen. Allerdings ist das wirklich minimal. Meine Nägel waren, als ich normalen Nagellack benutzt habe, nicht gesünder. Und ich würde nicht sagen, dass es irgendwie einen negativen Effekt auf meine Nägel hat, außer dass sie halt einfach 3 Wochen lang super gut aussehen. Natürlich muss ich meine Nägel noch zurechtfeilen. Ihr seht, sie sind da jetzt auch relativ lang. Ich habe sie ja 3 Wochen nicht gefeilt und ich mag sie immer gerne kurz. Und deswegen kürze ich mir die einfach auch mit einer ganz normalen Nagelfeile. Ich bin kein Fan davon, die Nägel irgendwie zu schneiden oder zu klipsen. Ich habe das Gefühl, davon werden die dann irgendwie brüchig oder reißen eher ein. Deswegen würde ich euch zum Kürzen von euren Nägeln auf jeden Fall immer eine Nagelfeile empfehlen. Anschließend habe ich hier so eine Rolle mit Zellstoff. Ich nehme hier auf keinen Fall Wattepads, weil da würden einfach zu viele Flusen entstehen und ich habe das einmal ausprobiert und das verträgt sich absolut nicht. Und deswegen nehme ich dann immer hier so ein Stück von dem Zellstoff und gebe da etwas von diesem Cleaner hier drauf. Und der sorgt einfach dafür, dass die Nägel erstens sauber werden, also der ganze Staub, der ist dann weg. Dann werden die Nägel desinfiziert und sie werden auch noch so leicht entfettet, damit
der UV-Lack einfach besser auf den Nägeln haften kann. Hygiene ist hier natürlich ein absolut wichtiges Thema. Man muss immer darauf achten, dass man alles schön sauber hält. Nicht, dass man irgendwie einen Nagelpilz oder irgendwas anderes bekommt. Und im Nagelstudio möchte man ja auch, dass die Leute sauber arbeiten. Und da sollte man zu Hause natürlich auch großen Wert drauf legen. Dann kommen wir hier zu meinen Lacken. Ich verwende ehrlich gesagt fast nur die Lacke von Neonail. Damit bin ich super zufrieden. Die halten, wie gesagt, so 3 Wochen. Wenn ich sie nicht abmachen würde, würden sie auch noch länger halten. Und die sehen dann auch immer noch glänzend aus und die kann ich wirklich wärmstens weiterempfehlen. Ich habe da mittlerweile so viele Farben von. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, die Farben sehen online oft nicht ganz so aus, wie man sich das dann in echt vorstellt. Wäre natürlich cool, wenn man da auch in den DM gehen könnte und sich das mal so angucken könnte. Vielleicht wird es irgendwann passieren, wir werden sehen. Aber ich kann euch gerne mal ein paar Farben in der Infobox verlinken, die auf jeden Fall schön sind. Und schaut da gerne mal vorbei. Ich starte auf jeden Fall immer als erstes mit der Hard Base, also so ein transparenter Lack. Eine Sache, die super, super wichtig ist, ist, dass man den Nagellack nicht bis zum Nagelbett aufträgt. Also, dass man wirklich so ein bisschen Abstand lässt zwischen Nagel und Nagelbett, damit es auch nicht irgendwie da reinrutschen kann. Denn sobald der Lack in das Nagelbett oder hier in diese Lücke halt eben reinrutscht, sorgt das dafür, dass der Lack nicht mehr so lange hält, weil sich eher Luft darunter ziehen kann. Dann kann man den Nagellack nachher so abziehen oder man hat dann irgendwo eine Delle und knibbelt dann die ganze Zeit dran rum und das ist einfach super, super blöd. Aber wenn ihr euch daran haltet, dann könnt ihr eigentlich nichts mehr falsch machen. Ich nehme von dieser Hardbase immer eine Schicht und danach geht es weiter mit der Farbe. Ihr seht, ich habe 2 verschiedene Farben benutzt. Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz süß. Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden und dachte mir, das ist einfach mal irgendwie was anderes. Und ich mag diesen Look eigentlich ganz gerne von verschiedenen farbigen Nägeln, vor allem im Sommer, wenn er sich da mal blicken lässt. Und ich habe dann einmal diese Farbe hier genommen. Also das ist der pinke Ton. Der heißt einfach nur Candy. Der ist von der Mrs. Bella Kollektion. Und der andere Ton heißt einfach nur Nude. Von den Farblacken trage ich immer 2 Schichten auf. Dadurch wird die Farbe sehr einheitlich und ich bin damit immer super zufrieden und auch sehr, sehr deckend. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist meine UV-Lampe. Und zwar müssen die Nägel nach jeder Schicht von dem UV-Lack unter die Lampe. Das muss aushärten. Ich stelle das Ganze immer auf 60 Sekunden und damit wird es immer super hart und hält bombenfest. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, muss das Ganze natürlich noch fixiert werden und da braucht man einfach noch so einen Topcoat, der ist auch transparent, davon nehme ich dann auch immer nur eine Schicht. Ich habe sowohl einen matten Topcoat als auch so einen Shine-Topcoat. Hier habe ich jetzt einen Shine-Topcoat verwendet, den mag ich auch ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Wenn man den matten verwendet, kann man sich darauf einstellen, dass die Lacke ein bisschen weniger gut halten, also dann werden meine Nägel eher so ein bisschen brüchiger und porös. Also dann kann ich meine Nägel hier vorne bewegen und dann können sich so Rillen bilden quasi. Aber das ist jetzt auch kein großes Problem. Mit dem matten Topcoat halten die Nägel auch so ungefähr 2 Wochen. Immer wenn man den Lack aushärten lassen hat, bildet sich so eine Schwitzschicht auf den Nägeln. Die soll man nie wegnehmen zwischen den Schichten, die man aufträgt. Wenn man allerdings fertig ist, dann nimmt man sich wieder hier so ein Stück Zellstoff mit dem Cleaner und geht dann einfach wieder über seine Nägel, einfach wie als würde man Nagellackentferner nehmen. Und damit kann man diese Schwitzschicht dann abnehmen und dann ist man quasi fertig. Ich persönlich wasche meine Hände danach immer erst nochmal und creme sie danach auch gerne nochmal ein. Man kann auch gerne noch ein Öl für sein Nagelbett bzw. auch für seine Nagelhaut verwenden. Das brauche ich nicht unbedingt. Mir persönlich reicht es dann einfach immer, meine Hände danach so ein bisschen einzucremen. Und ja, das ist das Ergebnis. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt und freue mich sehr über einen Daumen nach oben, eure Kommentare und wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Ciao.